Servus, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. Wir stehen hier mit der Steinplatte vor unserem Schloss und werden jetzt zu Dalmatina gehen und die bitten, diese Steinplatte zu entfluchen. Das ist eines unserer Talente, die steht hier irgendwo rum. Ich glaube, im Außenbereich. Jo, da ist sie. Dalmatina, wir sind zurück. Bin ich froh, du scheinst die Wüste heil überstanden zu haben. Gut, dann brauche ich den Schimmersand und die Steintafel. Yes. Perfekt. Es wird eine Weile dauern, am besten ihr wartet im Schloss. Ich bringe die Steintafel später zu euch. I'll be counting on you. Alles klar, danke für deine Hilfe. Vector berichtet, dass Pandemos nach wie vor Seelen aus der ganzen Welt sammelt. Ansonsten scheint es zurzeit keine nennenswerten Veränderungen zu geben. Die Zahl der Opfer in der Bevölkerung steigt trotzdem weiter an. Wir müssen so schnell wie möglich das heilige Schwert finden und Hamna stoppen. Bleibt nur zu hoffen, dass Pandemos nicht aktiv wird, bevor wir das heilige Schwert in den Händen halten. Aha. Ja, wollen wir es hoffen. Excuse me? Evan, gute Neuigkeiten. Ich konnte den Fluch von der Steintafel lösen. Okay. Jetzt haben wir die Steinplatte ohne Fluch. Die neue Version quasi. Wenn da nichts über das heilige Schwert draufsteht, fress ich das Ding. Dann wollen wir das doch mal herausfinden. Ja. Der Kelch des Friedens. Als die heilige Klinge ihre Pflicht erfüllt hatte, verwandelte sie sich in einen Kelch. Nur ein König mit dem Symbol eines Wächterpakts möge dem Kelch seine ursprüngliche Gestalt zurückgeben und seine Macht entfesseln. O König, begib dich an diesen menschenleeren Ort der Stille inmitten eines Kessels aus Eis und Schnee und sprich die Worte: Kelch des Friedens, erhöre mich. Das sind ja wohl wir, der da spricht. Ein Glück, da steht ja wirklich was über das heilige Schwert drauf. Well. Der Inschrift zufolge wurde es in einen Kelch verwandelt und versiegelt. Wir müssen sozusagen nur diesen Kelch wieder zurückverwandeln und unsere Probleme sind gelöst. Huh. Scheinbar braucht man dazu jene Utensilien, die ein König und dessen Wächter bei ihrem Pakt verwendeten. Im Fall von Evan und Remy ist das ihr Zweig. Und in das Versteck des Kelchs kommen wir mit der Zauberformel Kelch des Friedens, erhöre mich. Of course. Allerdings müssen wir erst noch herausfinden, wo dieses Versteck überhaupt ist. Die Steintafel spricht von einem ruhigen, menschenleeren Ort inmitten eines Kessels aus Eis und Schnee. Im Norden von Magbaum gibt es eine Region, die stets von Schnee und Eis bedeckt ist. Man nennt sie die Schneeweißfelder. Und mit Kessel im Sinne eines Talkessels könnte vielleicht der Vollmondkrater dort gemeint sein. Was denkt ihr? Ja, das klingt einleuchtend. Dann lasst uns doch dort unser Glück versuchen. Okay. Ah, MacBook. Endlich, endlich. Ah, warte, hab ich das jetzt geliked oder was? Oh Mann, ey. Diese Zeichnung der Melanzani-Ebene habe ich angefertigt, als es Minneapolis noch nicht gab. Goldene Gräser wiegen sich dort sacht im Wind und verfallene Ruinen laden zum Träumen von längst vergangenen Zeiten ein. Ich frage mich, was für Leute dort wohl einmal gelebt haben. Okay. Gut, wissen wir jetzt Bescheid. So, dann gucke ich mal eben, ob ich hier noch irgendwie das ein oder andere hinbaue. Kasse können wir schon wieder lernen. Materiallager gucke ich mir auch kurz an. Ah, komm, pack ein. Pack ein, die Scheiße. So, was kann man denn hier noch so bauen? Ein technisches Institut. Ah, da braucht man einen Hauptplatz für.
Da brauche ich allerdings 25k für, da muss ich noch warten. Ich glaube, auf den spare ich jetzt einfach mal. Ja. Jetzt überlegen, in die Stadt. Und Nia hat auch noch irgendein Anliegen. Könnt ihr ja nochmal hier nach einer kleinen Nebenquest gucken. Evan, mein Junge, ich hätte da was zu beschnacken mit dir. Hast du gerade Zeit? Für dich habe ich immer Zeit. Och, das hört man gern. Dann lass uns mal in den Thronsaal gehen, da sind wir unter uns. Also, worum geht es? Ich habe in der Lotterie gewonnen. Kannst du dir das vorstellen? Hier, guck mal, dieser Brief. Der ist jetzt schön gescammt worden wahrscheinlich. An Nia, den Herrn des Waldes. Wir gratulieren. Ihr seid der glückliche Gewinner unserer Lotterie. Kommt mit diesem Schreiben zur Wirrwinkelhöhle, um euren Preis in Empfang zu nehmen. Was ihr gewonnen habt, das ist eine Überraschung. Gosh. Wahnsinn, du bist ja ein echter Glückspilz. Nicht wahr? Nur leider ist das so, dass ich mir neulich das Kreuz verhoben habe und mich jetzt nicht anstrengen darf. Würdest du für mich hingehen? Die Sache stinkt doch zum Himmel. Hinter solchen Briefen stecken fast immer Betrüger. Am besten ignorieren wir ihn einfach. Aye. Aber wenn es nur doch wahr ist, was dann? Wenn ich nicht weiß, was ich gewonnen habe, kriege ich nachts kein Auge mehr zu. Gut, machen wir eben eine Wette draus. Ich wette drauf, dass in dem Brief die Wahrheit steht. Evan, was meinst du? Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich neugierig. Lass uns zumindest mal nachsehen, was da in der Wirrwinkelhöhle vorgeht, Roland. Na schön, wenn hier wirklich eine Betrügerbande am Werk ist, können wir sie sowieso nicht frei herumlaufen lassen. Hole den Gewinn ab. Aha, Rüstung. Oh, bisschen Geld. Joa, das machen wir doch gern. Weil, wenn ich Nebenquests, auch wenn ich jetzt schon im letzten Akt bin, glaube ich zumindest. Genau wissen tue ich es eigentlich nicht, aber ich vermute das stark. Kann man hier noch einiges ausbauen und dafür braucht man dann wieder Talente. Und um die zu gewinnen, muss man halt Nebenquests machen. Ich glaube, hier wird jetzt kein Talent winken, also kein NPC, der sich mir dann anschließt und einer der wichtigen Personen in meinem Königreich wird. Weil das Ganze kommt ja schon von einem Talent, diese ganze Nebenquest. Aber, ja. Bei anderen Nebenquests, da lockt das schon, muss man sagen. Oh, und hier ist das schon. Wo ist denn diese Höhle? Unten? Ja. Nu denn. Hole den Gewinn ab. Boah, ich hab wieder einen Frosch im Hals, ey. So. Echt immer ganz schlimm beim Sprechen. Oi. Ja, die Textanblendungen, die kann ich wieder nicht vorlesen. Die sind so schnell wieder ausgeblendet. Irgendwelche Überraschungen sollen hier also blühen. Ich bin gespannt. Oi! Blimey! Okay, was ist das? Feuerkristalle? Ja, auf dem Inselchen hier gibt's schon
Gegenstände, die besonders sind, sag ich mal. So, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt hier wird gleich. Let's have it! Hey. What the? Okay, sieht schon aus wie eine Kampfarena hier. Verehrter Gewinner, ich heiße euch herzlich willkommen. Oh. Wo kommt diese Stimme plötzlich her? Als Belohnung dafür, dass ihr unserer Einladung so brav gefolgt seid, bekommt ihr jetzt einen ganz besonderen Hauptgewinn. Ja, und zwar werden wir dich von deiner leichtgläubigen Weichbirne befreien. Wusste ich's doch. Hä? Das ist ja gar nicht näher. Was wollen die denn hier? Soll das unser schicker Hauptgewinn sein? What? Natürlich nicht. Der Brief war nur ein Trick, genau wie ich gesagt habe. Wow. So ein Mist. Ich war mir sicher, dass uns dieser alte Zocker auf den Leim gehen würde. Als Finanzminister hätte er bestimmt einen Haufen Asche locker gemacht, um seine Haut zu retten. Wer hätte gedacht, dass stattdessen der König persönlich aufkreuzt. Aber was soll's, für den bekommen wir bestimmt auch ein fettes Lösegeld. Auf ihn, Männer! Evan, es ist schon peinlich genug, dass du diesen Kerlen auf den Leim gegangen bist. Lass dich jetzt nicht auch noch gefangen nehmen. Hm. Nein, natürlich nicht. Okay, let's go. Okay, viel können die aber nicht, ey. Und gut's Nächtle. Okay, sprich mit Nia in Minneapolis. Das war's also schon. Das war ja ein kurzer Ausflug. Tweedstoff, okay. Na gut, dann nix wie raus hier. Was mache ich eigentlich, wenn ich in, wie heißt das, Schattenfloss zum Beispiel, wenn ich da jetzt hin will oder unendliche Tiefen, da kann ich ja, wenn ich hier fliege, kann ich da gar nicht andocken, ne? Weil wo will man denn da landen? Ich kann ja nicht auf dem Wasser landen. Ist ein bisschen doof an dem Flieger. Wenn ich jetzt hier irgendwie runter müsste an sowas, ja. Das wäre nicht so gut. Okay, abgeschlossene Forschung haben wir. Muss ich gleich auch mal kurz nachgucken. Da steht der Schlingel. Hä? Nanu, ihr guckt aber grimmig. Was ist denn aus dem Preis geworden? Tja, also, da gab es ein kleines Problem. Lass uns das lieber wieder im Thronsaal besprechen. Aha.
Um es kurz zu machen, ich hatte von Anfang an recht. Der Brief hat uns direkt in eine Falle geführt. Was? Mhm. Ich hoffe, dass Evan wenigstens etwas aus der Sache gelernt hat. Und du, Nir, in deinem Alter solltest du eigentlich nicht mehr auf solche Tricks hereinfallen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ah, Augenblickchen. Da fällt mir doch was ein. Ich habe da neulich diesen Brief bekommen, in dem es um ein einmaliges Angebot für eine original alt-goldoralische Vase geht. What the? Betrug. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Help my boy. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ich sollte wohl in Zukunft auch etwas vorsichtiger sein. Okay, warte mal, so komische Klamotten haben wir bekommen. Können die was? Hä? Das hieß doch Wildling oder so. Oder war das was anderes? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Okay, meine Fresse, hat das Geld gegeben. Bin jetzt von, keine Ahnung, ungefähr 15.000 und auf 106.000, ey. Boah. Der war gut, der Auftrag, also ohne Witz. Warum immer nur Rotwurz? Ich glaube, brauche das halt in Blau für diese Quest, meine ich. Aber dann müsste ich ja jetzt eigentlich auch den Hauptplatz da bauen können, ne? Mann, wo ist der denn? Ja. Der gibt ohne Ende Einfluss. Gib, gib, gib. Sticky Mickey. Was kann man jetzt hier machen? Erweitern kann man den noch. Boah, für 700.000. Yo. Ah ne, das ist der Einfluss. Ich dachte schon. 120.000. Trotzdem teuer. So, und jetzt kann man zum Beispiel sowas wie dieses... Mal geselliger Bazaar, ruhiger Bazaar. Wie hieß denn das? Raumräume. Da kann man auch Einfluss steigern, da braucht man aber noch so bestimmte Talente und so. Und das ist Wächteraltar. Forschungsthema Remy im Kampf. Okay. Ja, ist jetzt nicht wirklich teuer. Können wir auch noch nehmen. So, Schlosspark muss dafür erbaut sein. Und das ist wahrscheinlich dieses Riesending hier. Ah, toll. Und dafür braucht man nämlich jetzt noch ein gewisses Talent. Okay. Wie hieß das? Irgendwas mit Ruhe. Die Ruhe selbst. Na, den werde ich nämlich dann aus irgendeinem... aus irgendeiner Nebenquest werde ich den dann anwerben müssen. Was hier noch? Ah, da kommt das Technische Institut hin. Ja, das bauen wir auch noch.
Jetzt, wo ich reich bin, kann ich einfach alles bauen, was geht hier. Naja, fast alles, ne? Ja, okay, da muss jetzt noch ein Talent rein. Ah, Olivia ist dafür geeignet. Wasche ich da jetzt schon dran? Expertise reicht nicht aus. Ach so. 150 braucht man, da fehlen also nur 30. Mist. Quetsche ich die einfach noch mit da rein. So. Ich baue einfach noch ein bisschen was hier. Also dafür hat mir die Nebenquest gerade richtig was gebracht, weil das hat richtig Geld gegeben. Wahnsinn. Oder kriege ich hier, wenn ich die Nebenquests hier jetzt durchführe, gibt das immer so viel Geld. Da muss ich gleich mal gucken. Ah, das ist schon was teurer. 11.000. Was war denn hier? War noch so Monsterjäger-Kram und so. Warte mal, da habe ich was erforscht. Da gucke ich mal eben. Rüstung 2 habe ich erforscht. Okay, und hier bräuchte ich dann schon Rang 2. Kann ich das denn einfach so erweitern? Kosten 4000 Einflussgewinn? Ja, easy. Rüstung 3. So, erforschen wir auch. Was brauche ich denn hier für Talent mit pure Neugier? Hm. Oh, jetzt habe ich... Oh, wollte ich gar nicht. Einfach mal... Rang 4 gibt es auch noch. Oh Gott. Aber... Ach, das hier. Mehr EP für Talente. Eins, okay. Ja, jetzt, warum nicht? Nee, Expertise reicht jetzt nicht. Da brauche ich 170. Da fehlen genau 10, ey. Komm, pack mal den eben da rein. Was ist denn das hier noch? So, jetzt haben wir nur noch 14.000. Dann mache ich mal... Dann lasse ich es mal gut sein, glaube ich. Wir müssen ja zukünftig auch noch irgendwie Gelegenheit haben.
hier irgendwas zu bauen, muss ja jetzt nicht alles in dieser Folge geschehen. Ich guck da nochmal. Roséwurz. Da muss ich mal eben gucken für diese. Ah, das ist das mit dem Holz. Da brauche ich jetzt nur noch einen Schalt. Blume in brillanten Farben. Nee, das ist manch die blaue. Die habe ich dann nicht, ne? Ist das überhaupt dieses Wurzding oder ist das... Ist Wurz so eine... Soll das so eine Pflanze sein? So eine Blume oder... Ist Wurz dann eher eine Wurzel? Nee, ist auch eine Pflanze. Aber warte mal, blaue habe ich doch... Jetzt brauche ich das grünes Färbemittel. Bin ich ganz sicher. Aber ich könnte natürlich auch einfach mal sagen, dass ich es ausprobiere. Einfach mal nach, ich glaube Quastenfluss war das, Reise und mal gucke, ob ich die Quest da jetzt abschließen kann, oder ich weiß gar nicht, ob ich nur die dann nur fortsetzen kann oder abschließen. Naja, ich werde es rausfinden, aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende mittlerweile gesegnet. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann seid gerne in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Für heute sage ich, wie üblich, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und haut da rein.